Guten Tag. Fragen. Was? Was geht? Was geht? Jo, alles cool bei Ihnen? Alles cool bei dir? Ja, normal. Ja, normal, Mann. Gehörst du zu Young T? Nee, mit Tütensuppen habe ich nichts am Hut. Scheiße, du hast Young T den Boss Tütensuppe genannt? Scheiße, wenn der das hört, dann... Dann was? Dann wird er dich anrufen und mit dir ein Wörtchen wechseln. Aha. Vielleicht wechsle ich auch mal ein Wörtchen mit ihm. Macht man ja so beim Telefonat, nicht wahr? Amen, Bruder. Das wird er übrigens auch sagen. Amen, Bruder. Sagt Amen, Bruder. Wie laufen denn die Geschäfte, wenn die Plastikkette so im Hals hängt? Es ist eine Goldkette, Mann. Was erlaubst du dir denn hier? Natürlich. Einzige Metall, was da dran ist, ist in den Füllungen von deinen Zähnen, Mann. Ah, scheiße, weißt du was? Ich dachte, du sagst irgendwas mit der Kette. Dann wollte ich den Konter mit den Zähnen bringen. Ja, so bin ich. Dafür sehen deine Haare scheiße aus. Ja, und du versteckst deine sogar unterm Hut. Jan, sie müssen sich doch jetzt nicht hier lautstark streiten, oder? Das hat doch jetzt auch keinen Ja, Sinn. Wir klären das gleich bei mir in der Tanke. Ja, Mann. Ja, wir führen dann ein Verkaufsgespräch über Ihr Auto. Mich fasziniert Ihr Wagen sehr. Ihr Geld fasziniert mich auch sehr, der Herr. Ja. Können wir Ihnen dann helfen? Ja, Sie können mir helfen. Ich bräuchte da ein bisschen Geld zum Autokauf. Hab da so ein Auto gesehen, das mir gefällt. Haben Sie da zufällig was übrig? Tatsächlich nicht wirklich. Und Sie, der Herr? Gar nicht, dass ich mittlerweile Bankangestellter bin. Bin ich mit meiner Sozialstunde jetzt fertig? Ja, sind Sie. Little Soul Tankstelle. Sie wissen, wo die ist? Ja. Ich will mich noch kurz einmal umziehen, mein Geschäftsoutfit anziehen. Besser ist. Na? Yeah, was geht? Ich musste mir gerade noch was... Ich hab mir keinen runtergeholt. Verpissen Sie sich, wir sehen uns gleich. Was? Ich hab mir keine runtergeholt! Mann! Was machen Sie denn? Ja, mach doch mal einen vernünftigen Drift! Scheiße, Alter! Alter, was? Ja, jetzt ist doch eh schon im Arsch! Ficken Sie sich! Ey, fick du dich! Alter, was? Scheiße, was bist du denn für einer? Was bist du denn für einer, frage ich mich! Wie läufst du überhaupt rum mit deinem Pyjama? Pyjama, das ist Seide und ich wollte mich gerade umziehen, wie gesagt. Ja, Seide. Na klar, Polyester, astrein. Das ist, weißt du, was Sie anhaben, ist nicht mal echte Baumwolle wahrscheinlich. Natürlich, riech doch mal. Weißt du, das stinkt, das ist wirklich echte Baumwolle. Siehst du? Freddy, ich bin am Stadtpark, mir ist jemand in die Karre gefahren. Nachdem du nicht fahren konntest. Nachdem er versucht hat zu driften und es verkackt hat. Ein Anfänger halt. Ja, richtig, genau, ich hab das verkackt. Ich weiß nicht, ob der zu Young T gehört. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein. Freddy, komm hierher. Du hast einen Viersitzer, oder? Sehr gut, Freddy. Bis gleich. Haha, ja. Wir sind beim Driften so ein bisschen aneinander gekommen. Der einzige Blechschaden, der entstanden ist, ist bei dir. Weißt du, bei dir im Oberstübchen, da ist nicht mal was, was einen Blechschaden verursachen kann. Und du redest nur Blech. Weißt du was? Ja. Ich bin mächtig, Alter. Ich bin ich bin Großvezier und mächtig armselig Pascha. Bist du. Scheiße, mächtig armselig bist du. 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 Nein, du. Immer zweimal mehr. Hier hast du eine UNO-Zurückkarte. Scheiße, Freddy, was hast du noch dabei? Ich hab einen Würfel. Ja, das eine oder andere Blinkerlicht. Ich kann dass ich da ein bisschen besser vorne rankomme. Aber nicht in ein kollegiales Fahrzeug reinfahren. Oh, falscher Gang, Entschuldigung. Scheiße, was? Du dummer Wichser, Alter. Falscher Gang. Hey, lass meine Karre in Ruhe. Mann. Du dummes Arschloch. Hey, Mann. Alter, du, scheiße. Geh mal weg da. Ich soll zurücksetzen, hat der Ackelsmann gesagt. Und fährst zweimal gegen meine Karre, gegen was? Oh, du bist... Das war aus Versehen. Wer ist denn verdammt nochmal Young T? Young T ist ein afroamerikanischer Boss von Pistol, Pete und Dean. Und mit Gillelelatze. Mit Gillelelatze? Weißt du, machst du dich gerade lustig über die... Nein, ich weiß nur nicht, was eine Gillelelatze ist. Eine Glatze. Oh. Die haben so einen ähnlichen Klamottenstil wie du. Und naja, deswegen hatte ich vielleicht gedacht, du bist auch einer von seinen Männern. Vielleicht bin ich der Don im Hintergrund. Weißt du, Young T ist der große, der Boss. Vielleicht ist er nur meine rechte Hand? Ihr Fahrzeug ist hier Hölle, das andere ist auch Hölle. Jo, okay. Oh, beides wurde hingekriegt. Ja, er zahlt beides. Scheiße, ja, easy, $800 zahlt er. Scheiße, ich hab kein Geld da, ich hab nicht so viel Geld. Du gibst mir jetzt $300 und den Rest kläre ich. Scheiße, ich bezahle doch jetzt nicht deine Karre. Na klar. Weißt du, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Ich bin Leslie Chang aus Little Soul. Und ich bin Barbossa Powers. Mein Name klingt viel cooler als deiner. Weißt du, der Name klingt nicht viel, doch, er klingt schon cooler. Okay, scheiße, ich bezahle das lieber erstmal. Ich ziehe mich um, wir treffen uns an der Little Soul Tankstelle. Okay. Ich erwarte sie. Ich erwarte sie. Freddy, du musst jetzt auch was sagen. Ich erwarte euch oder sowas. Ach du... Stalken Sie mich, den Wichser!
Jetzt muss ich gucken, dass ich ihn wieder hinten rankriege. Schade. Jetzt die ganze Zeit abwechseln können mit dem Hinterherfahren. Ey, da vorne fährt er. Da. Scheiße, er ist da. Siehst du mal, wie schnell ich bin, Digga? Scheiße, entspann dich, komm jetzt hier raus. Ich will antworten. Bist du auf mich angesetzt, um mich zu jagen, um mich zu entführen? Bist du Undercover-Spion-Agent von Young T? Bist du Young T? Nein, bist du Young T? Bist du Young T? Nein. Bist du Old T? Wie jetzt? Bist du Schwarz T? Ich bin Dean. Dean? Weißt du, das würde jemand sagen, der als Spion ist, der wird das auch so sagen. Ich muss gucken, ob ich Young T erreiche. Ich verprügel dich gleich einmal an der Tankstelle, wenn das so sein muss. Aha. Ich hab damit kein Problem, mal eine kleine Schelle rauszupacken. Mhm. Mit so Kinderhändchen und dünnen Armen willst du mich prügeln, oder was? Ja, pass mal auf, dass es nicht zweimal klatscht. Einmal bei dir im Gesicht und dann auf dem Boden. Scheiße, nehmen wir lieber ein bisschen hier Abstand. Halt dich mal lieber zurück. Halt du dich Freddy, zurück. Freddy, halt mich zurück. Haltet mich zurück. Haltet uns zurück, Mann, Alter. Sonst wird das hier gleich eskalieren. Sonst eskaliert das hier gleich komplett. Haltet. Oh, Freddy, Mann. Ich mach dich richtig klar. Jetzt geh nicht zu deiner Mama. Komm her. Trau dich doch. Scheiße, ich will Hey! Alter. Ja, Mann! Hier! Oh. Den Scheißhund kannst du aufheben! Wichser. Sag nochmal in die Schnauze! Ach du Scheiße, Mann! So, was jetzt, hä? Oh. Hast du schon genug? Hast du genug? Oh. Es entspann dich, Alter. Okay, tut mir leid. Scheiße, was, Dean? Ich hab nicht kassiert! Du dummer Wichser, ich mach dich kaputt! Gedacht, Motherfucker! Wup, wup! Scheiße! Au! Oh mein Gott! Nochmal die Eier, du Drecksack! Scheiße, ich hab... Ich wollte dir gerade deinen Hut wiedergeben, aber jetzt fängst du so an hier. Entspann dich, Mann. Nochmal geduckt. Ach, du bist... So, in die Schnauze. Alter, haltet mich zurück. So, haltet mich was ist zurück. Was ist, hä? Gar nichts, entspann dich mal. Lass mich meinen Hut aufheben. Heb deinen Hut auf. Ja, haben das geklappt. Okay, cool. Hier ist deine Brille auch noch. Danke, Mann. Du bist ein Mann. Ja, okay, das ist eine Feststellung. Ihr hättet uns zurückhalten müssen, ey. Das hätte hier noch richtig brenzlig ausgehen können. Genau. Was soll das eigentlich? Könnt ihr eurem Kumpel nicht mal helfen? Ist so, Freddy. Freddy, was soll das eigentlich? Warum hilfst du mir nicht? Das war unfassbar. Weil ich dir vertraue und ich ganz genau weiß, dass du es mit so einem aufnehmen kannst. Und ich wollte, dass du dich boxst. Gute Antwort, Freddy. Und ja, Dean, wir wissen ja, dass du da Bock drauf hast, dass sich Leute prügeln. Aha. So einer ist das. Also geht's jetzt weiter? Alter! Du möchtest nicht gern! Daneben! So! Scheiße! Ach du Kacke, Mann! So, was willst du, hä? Was willst du, Digga? Komm doch! Oh! Ach du Scheiße! Guck mal, wie sie. Ey! Ja, du bist. Bam! Scheiße, wow, hier rüber geslidet, Alter! Oh, diesen Move hast du nicht kommen sehen! Komm doch! Ach du Scheiße! Nochmal in die Schnauze, hä? Nein, Mann! Oh, Scheiße! Puh. Okay, Mann, den letzten, der wird sitzen! Daneben! Oh! Fuck! Alter, du hast Lassie umgehauen, das kannst du doch nicht mal machen. Scheiße, meine eigene Tanke, was ein Disrespect. Hallo, hier sind lauter Scherben von einem Glaskiefer. Ach scheiße, wo denn? An der Tankstelle in Little Seoul. Okay, wir machen so lange Mund-zu-Mund-Beatmung. Mach es mal. Oder war das Mund-zu-Spund-Beatmung? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab mal gehört, ein Schmerzimpuls, der kann einen wieder aufwecken. Hey! Hey! Die Atemluft kondensiert an einem Spiegel, verdammt normal. Hast du schon mal gegen eine Windschutzscheibe geraucht? Warum soll ich gegen eine Windschutzscheibe rauchen? Na, um zum Beispiel Herzchen oder Pimmel reinzumalen. Zeig dir mal es bei Chen Karl. Siehst du? Dicker, adriger Schwanz. Sehen Sie hier überall Glassplitter vom Glaskiefer? Sir? 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 Ach ja. Sir? Oh mein. Mach mich. Ja, hallo? Ja, der ist unglücklich auf meine Faust gefallen. Meine Glasflasche ist zersplittert. Scheiße, das war meine einzige Glasflasche, du Wichser. Ja, Entschuldigung, ich dachte, das ist deine Tankstelle. Da sind doch bestimmt noch mehr. Außerdem, wenn du mir in die Faust rennst, kann ich doch nichts dafür. Scheiße, du hast mich schon den... Wir werden das klären, Mann. Werden wir. Boah. Aber ich... Ja, das Kühlding, das hilft schon. Joa, ihr seid doch auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stark würdest du die Kopfschmerzen einschätzen? 4. Wenn du eine höhere Zahl sagst, riechst du Tatapelblätten. Ach, nein, Young T. Aber, ach du Scheiße. Ja, Mann.
Ja, Mann, komm, ich warte hier. Aha. Du hast gesagt, du wärst die rechte Hand von Yang Ti, wäre deine rechte Hand. Yang Ti wird herkommen und das mit dir regeln. Yang Ti hat nur eine rechte Hand, aber er ist keine. Er ist der Boss. Vielleicht hörst du erstmal auf, rumzuwanken. Vielleicht hörst du erstmal auf, hier Penisse an meiner Scheiße. Hör auf, rumzuwanken. Weißt du, es ist mein erster Kampf, den ich in dieser gesamten, in diesem gesamten Staat hier verloren habe. Und wie viele hast du geführt? 20. Und ehrlich? 25. Ich wollte nicht so viel prahlen. Aber wir wollen ehrlich sein. Hast du mal bei der Verfeindung nicht gegen der Verfahrenhofer verloren? Oh, Freddy, das ist jetzt ungünstig. Hier, Freddy, bekommst du einen 10-Dollar-Gutschein. Geh dir was kaufen aus dem Laden. Bist du Yang Ti? Der Herr, bitte folgen Sie mir. Leslie, entfernen Sie vom Auto. Der Herr links, hinten links, bitte einmal einsteigen. Okay. Hey, du bist nicht Yang Ti. Ich bin Yang Ti, Bruder. Warum setzen Sie so Gerüchte in die Welt, dass ich Ihre rechte Hand wäre? Hä? Du bist überhaupt nicht Yang Ti, Mann. Motherfucker, was willst du mir unterstellen? Du willst mir unterstellen, dass ich nicht Yang Ti bin, Mann. Wer bist du? Hä? 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 Barbossa Powers bin ich. Wer will hier eigentlich wen verarschen? Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Er hat gesagt, er stellt mir Yang Ti vor. Aber ich kenne Yang Ti. Yang Ti ist ein schwarzer Chinese. Und du siehst nicht aus wie ein Chinese, Mann. Da hast du recht, Mann. Amen, Bruder. Wie wirst du überhaupt geschrieben? Amen, Bruder. Na, wie schreibst du denn Yang, Mann? Y. O-U-N-G-T-Punkt-Bruder. Fuck! Mein Yang-Ti schreibt man J-A-N-G-T-I. Ach so, ich verstehe. Also willst du mir sagen, es handelt sich hier gerade um ein Missverständnis und wir müssen dir gar nicht die Kauleiste rausklappern? Das glaube ich auch, ja. Okay. Amen, Bruder. Tut mir leid, DJ, ich weiß, du hast dich gefreut, Mann. Ihr wolltet mir die Kauleiste rausknabbern? Natürlich wollten wir dir die Kauleiste rausklappern, Bruder. Was wollt ihr denn mit meiner Kauleiste, Alter? Ah, ich weiß nicht, Mann. Wie ist der Straßenpreis für Zähne aktuell, DJ? Steigend auf jeden Fall, Boss. Amen, Bruder, amen. Weißt du, Leslie Cheng ist ein Mensch, der gerne Situationen überdramatisiert. Er hat mir erzählt, du würdest mit 20 Leuten an seiner Tankstelle stehen und auf Yang Ti warten. Ich habe ihm in die Fresse gehauen, dass er umgefallen ist. Das habe ich gemacht. Ja, Mann. Er hat ihn voll weggescheppert. Ah, du bist der Mann, der Leslie Cheng umgeklatscht hat. Ja, logisch. Ich grüße Sie. Mein Name ist Fedarius T. Young. Auch genannt Yang Ti. Mr. Was? Yang Ti. Ja, Bazaar, Mann. Barbossa. Barbossa, hab ich doch gesagt, Mann. DJ, was hab ich gesagt? Barbossa. Jeder hat das gehört, Mann. Stimmt's, Freddy? Freddy, was hab ich gesagt? Ich hab keine Ahnung. Barbossa. Ja, Topsoinli, sehr schön. Hab ich dir schon erzählt, dass ich eine blaue Pille bekomme? Oh. Ach nein, Dean wusste das. Ach nee, scheiße, jetzt weiß ja der... Oh, scheiße, aber warum, weiß der Powers das auch. Warum braucht er eine blaue Pille, Alter? Ja, das ist... Der ist doch zu kurz zum Hängen. Ich hab keine Ahnung, wovon von Mr. ihr redet. Powers. Ja. Bitte reichen Sie mir Ihre Visitenkarte. Sie sind mir ein sehr sympathischer Mensch. Ja, das sehe ich genauso. Oh, jetzt haben wir gerade die Position gewechselt, weil wir beide große Ambitionen haben. Okay, dann machen wir es halt hier drüben. Oder hier. Achso. Oh. Wie lösen wir das Problem? Soll ich zu Ihnen kommen oder kommen Sie zu mir? Mach einen Backflip. Jetzt schlagen Sie Leslie Cheng für mich. Okay. Amen, Bruder. Leslie! Weißt du was? Komm. So. Leslie Cheng, du holst mir hier irgendwas von Heroin vor. Bist du ein Waschlappen, der sich in seine Venen Heroin spritzt? Leslie Nein, Cheng. Das letzte Mal ist schon 2 Wochen her. Ich versuche davon wegzukommen. Mir ist es scheißegal, hey, wenn du die ausgekotzten Spaghetti deines Bruders wieder isst, Mann. Ich will aber so nicht, was macht er? Dass du Heroin das ist nimmst. Eklig. Okay, ja, soll ich die Heroinspitze an dich abgeben? Gib sie Freddy, er kann sie verkaufen, Mann. Du hast noch Schulden bei ihm. Ich hab die schon abbezahlt. Jetzt hast du wieder Schulden bei ihm. Ich geh kurz zum Automaten. Aber weswegen? Denn? Weil du mir gegen die Karre getreten hast. Weißt du, du hast mir einen Penis auf mein Auto gemalt. Komm ganz nah an sie ran und blicke ihnen in die Augen. Hm, und ich blicke zurück. Weißt du, ihr habt eine... Es gab da mal einen Vorfall mit einem Ladyboy, aber das ist Vergangenheit. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, ich muss gleich noch zur Oma. Hey, Bazaar Powermann, viel Spaß bei deiner Oma. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Alles klar. Grüß deine Oma von mir, Mann. Mach ich, danke euch, Jungs. Tschüss.